Herr Krohns, nehmen Sie uns doch mal mit. Was passiert jetzt in diesen letzten Stunden vor dem Start? Ja, das ist wie bei allen Missionen in den Weltraum. Das sind ganz festgelegte Prozeduren. Da wird natürlich nichts mehr überlegt und diskutiert, sondern da wird nach einem klaren To-Do-Plan durchgegangen, was wer noch zu tun hat. Und wir haben ja von Alexander Gerst gerade gehört, das, was er hier auf der Erde noch tun konnte, hat er getan, nämlich die E-Mails alle abgerufen und leer gemacht, die Box von den E-Mails und so weiter. Natürlich sind das jetzt besondere Minuten für alle drei Astronauten, wie das immer so ist. Deswegen besondere Minuten, weil man natürlich hofft, dass nichts mehr dazwischen kommt. Alexander Gerst, den wir vor wenigen Monaten in Houston getroffen haben, der hat gesagt, ich werde eigentlich zum Start hin immer ruhiger. Deswegen, weil ich davon ausgehe, dass immer weniger dazwischen kommen kann. Und da er 2014 ja schon mal auf der ISS war und diesen Start der Sojus kennt und die Situation kennt kurz vorher, dürfte er ein sehr relaxter Astronaut jetzt sein, wie die beiden anderen natürlich auch. Ja, ja, als Sie das eben mit den E-Mails gesagt haben, da habe ich mich auch gefragt, man, was würde man alles machen, wenn man weiß, man ist ein halbes Jahr völlig von den meisten Sachen zumindest abgeschnitten. Was bedeutet jetzt diese, sagen wir mal, Mission, die erste Mission, bei der ein Deutscher einen Teil dieser Mission als Kommandant beschreiten wird? Man muss sagen, das ist einfach eine große Ehre, dass das ein Deutscher machen darf. Er wird im zweiten Teil seiner 6-Monate-Mission, die bis Dezember ja gehen wird, Kommandant der ISS sein. Wir haben, wie gesagt, in Houston ihn das letzte Mal gesehen, Anfang des Jahres. Und es ist schon eine andere Hierarchie, wenn ein deutscher Astronaut dann im Zweifel Kommandos geben muss und sagen muss, was ist denn eigentlich in einem Notfall? Er muss die Entscheidungen treffen, nicht nur was das Prozedere jeden Tag an Bord anbetrifft. Die werden sich genauso zusammensetzen wie alle. Zwar nicht um einen Tisch bei Kaffee, aber sie werden sich absprechen jeden Morgen, was ist zu tun, wer tut was. Und da wird er dann im Zweifelsfall in seiner Kommandantenzeit sagen, was zu tun ist. Und die wirklich wichtige Funktion des Kommandanten ist immer dann gegeben, wenn es um Probleme geht an Bord, wenn es auf der ISS Probleme geben sollte. Da hat er uns damals auch erzählt, also da wissen wir schon, das wird eine ganz prekäre Situation dann für ihn, weil dann muss er den anderen beiden sagen, wie vorzugehen ist. Aber er freut sich da sehr drauf, gerade auch, weil es eine große Ehre ist. Ja, das finde ich ganz spannend. Vielleicht können Sie uns da mit auf eine kurze Entdeckungsreise gehen. Sie kennen ihn ja auch gut. Was gehört da alles dazu? Ich habe irgendwo gelesen, also wenn man macht alle möglichen Trainings, beispielsweise was passiert, wenn Feuer ausbricht und so weiter und so fort. Können Sie uns da ein paar mehr Einblicke geben? Naja, wir hatten zum Beispiel eine Notfallübung, bei der wir zumindest in ein paar Meter Abstand dem beiwohnen konnten. Da ging es darum, was passiert denn eigentlich, wenn es auf der ISS ein Leck gibt. Das ist eine ganz dramatische und gefährliche Situation. Da muss also ganz schnell geschaut werden, wo kann dieses Leck herkommen. Denn es geht ja da oben wirklich ums Überleben. Man kann zwar mit einer Rakete die Astronauten runterholen, es gibt also quasi eine Notfallsituation, nur das möchte man natürlich unbedingt vermeiden. Das bringt die gesamten Prozedere da oben durcheinander und ist natürlich auch nicht ganz risikolos. Das heißt, man musste ganz schnell entscheiden, wo könnte ein solches Leck sein. Da gibt es dann dicke Bücher, das kann man sich gar nicht vorstellen. In diesen Büchern ist ganz genau festgelegt, mit welchen sagen wir mal, Instrumenten lässt sich jetzt messen, wo könnte ein solches Leck sein. Das dauert eine ganze Zeit und die sind richtig unter Druck, die Astronauten da. Und in dem Falle, wo er Kommandant ist, also im, wie gesagt, zweiten Teil seiner Mission auf der ISS, da wird er vorgeben, wie gehen wir jetzt vor, um dieses Leck zu finden. Vielen Dank, Michael Krohns. Wir werden Sie im Laufe des Tages selbstverständlich noch ein paar Mal sehen.